liebe Bavarian Lion Dancers, in diesem Video zeige ich euch eine weitere Ländler-Variation. Was der Ländler ist, habe ich euch schon ausführlicher in einem anderen Lernvideo erklärt. Das findet ihr auch unter der Ländler-Variation 1 jederzeit abrufbar. Da bin ich auch schon ein bisschen ausführlicher auf die Schrittfolgen eingegangen. Deswegen steigen wir jetzt gleich ins Thema ein. Wir sind im Dreivierteltakt, wir haben Dreierschritte und wir beginnen unsere Variation 2 mit gekreuzten Seitschritten. Der linke Fuß geht über den rechten, wir drehen unseren Oberkörper mit nach rechts und machen einen gekreuzten Seitschritt nach rechts, machen einen Seitschritt mit rechts und schließen mit dem linken. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung, Oberkörper mitdrehen, rechts über Kreuz, links Seitschritt und rechts schließen. Das Ganze machen wir gleich ein bisschen flüssiger. Kreuz, Seit, schließen, Kreuz, Seit, schließen. Da nochmal ganz kurz der Hinweis, den Zweierschritt machen wir nur auf dem Fußballen. Das ist gerade, wenn die Melodie dann auch wieder ein bisschen schneller ist, einfach besser, um die Schritte auch gut ausgehen zu können. Das ist also unser erster Teil dieser Schrittvarianten und dann gibt es noch Dreierschritte vorwärts und zurück. Das hängen wir auch gleich aneinander. Kreuzschritte zur Seite, das kommt jeweils einmal und dann kommen Dreierschritte mit links vorwärts und rechts zurück. Ich zähle es auch nochmal aus, beschrieben als Teil 1 in der Tanzbeschreibung, die euch jederzeit als Download zur Verfügung steht. Kreuz, Seit, schließen, Kreuz, Seit, schließen, vor, zurück. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom Tempo sind wir da ganz gut dabei, auch für die Melodie, die wir später haben. Es gibt jetzt hier einen zweiten Teil und dieser beginnt mit einer Linksdrehung. Wir drehen in drei Schritten einmal um die eigene Achse. 1, 2, 3. Dann kommt ein Kreuzschritt mit rechts. 4, 5, 6. Das ist Teil 2a unserer Ländlervariation 2. Um die eigene Achse drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier noch ein kleiner Tipp. Bei 4, 5, 6 ruhig den linken Fuß gut anheben und den bewusst setzen als fünften. Dann kann an nichts schief gehen bei der Sache. Also, ich zeige euch nochmal diese Kombination. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hängen wir jetzt noch einen Teil 2b dran, auch wieder 6 Schritte natürlich. Der linke Fuß kreuzt jetzt über den rechten. Der rechte Fuß wird zur Seite genommen und dann kommt eine Vierteldrehung nach links in die neue Blickrichtung. Und wir schließen den Teil 2 mit einem Schritt vorwärts, rechts, 2, 3, ab. Ich zeige euch nur mal Teil 2b, über Kreuz links, rechts Seit, Vierteldrehung links und dann rechter Schritt vorwärts, links, rechts schließen. Auch da nochmal ausgezählt, heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt versuchen wir mal beide Teile von Teil 2 zusammen zu tanzen. Es geht los mit der Linksdrehung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann geht es automatisch wieder über, gleich in den ersten Teil, mit den gekreuzten Seitschritten. Einmal machen wir es noch, damit es ein bisschen flüssiger ist, ein bisschen schneller. Zwei, Teil 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Jetzt machen wir gleich zum Ende dieses Teil 2 noch eine Variante für euch. Ein bisschen Herausforderung. Wir drehen jetzt nicht nach links, sondern eine Dreivierteldrehung rechts herum. Ich zeige euch jetzt nur mal Teil 2b in dieser Variante. Wir kreuzen den linken Fuß über den rechten und drehen aber jetzt gleichzeitig eine Vierteldrehung nach rechts mit. Drehen auf dem rechten Fuß eine halbe Drehung weiter nach rechts. Und schließen mit dem linken Fuß ab und das Ende ist gleich, der rechte Fuß geht nach vorne und wird wieder abgeschlossen mit links-rechts.
Teil 2b in der Variante, nochmal, Vierteldrehung rechts, halbe Drehung rechts, schließen und dann rechts vor, Mittel links rechts schließen. Ich zähle euch das auch nochmal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal ein letztes Mal, ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das jetzt kombiniert nochmal kompletter Teil 2 mit unserer Linksdrehung vorweg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viertel, halb, schließen, vor, 2, 3. Das Ganze nochmal etwas schneller. Teil 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rechts herumdrehen und vorwärts gehen. Und diese Variante könnt ihr jederzeit natürlich einbauen, wie ihr möchtet. Ganz einfach. Wir machen jetzt zum Schluss nochmal beide Teile zusammen. Teil 1, Teil 2 mit dem normalen Schluss und dann nochmal Teil 1, Teil 2 Schluss mit der Variante. Wir beginnen. Teil 1, die Kreuzzeit. Dann vorwärts und zurück. Jetzt der normale Schluss. Links umdrehen, kreuzen und kreuzen, Viertel drehen und rechts abschließen. Und die Variante im Teil 2 zum Schluss, auch kombiniert mit Teil 1. Kreuz, Seit, Seit, Kreuz, Seit, Seit, vorwärts und rückwärts und Drehung und 4, 5, 6, Viertel, Halb, schließen, vor, 2, 3. Das war's auch schon. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Melodie.